Hi guys, I will show you a quick journal page here in my square watercolor journal, and I start with some stenciling just to get some white modeling paste into the background, and I will go over with the watercolor afterwards, just a tiny bit. I work with a photo of Golly. And I just started. Basically, I knew I wanted to do a photo with Golly, you know, here with me, and not thinking, right, just working spontaneously. Should have started on the left and then going farther right, you see, and put my stencil on top of the fresh stenciled part. And yeah, stupid me, that's so typical. Not thinking, just going for it, yay. Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch eine Seite zeigen hier in meinem Aquarell-Journal, das rechteckige, kleinere, und habe angefangen mit Stencil, ja, ihr habt ja gesehen, das ist immer das Problem mit meinem Hin und Her hier. Schablone, genau, mit Modellierpaste bin ich da durch und habe natürlich wieder nicht nachgedacht, habe auf der rechten Seite angefangen und dann mit der Schablone über das frisch Schablonierte. Und ja, also fangt links an, wenn ihr nach rechts rüber geht. Dann passiert das nicht. Aber wurscht, ich kann mir ja immer helfen. Das ist ja kein Problem. Hinterher dann, nachdem das trocken war, bin ich hier mit Aquarellfarbe drüber, wie ihr gesehen, schön mit einem Grün. Bleibe hier auch oder halte mich hier an die Grüntöne. Und alles andere wird dann in Schwarz-Weiß passieren. Ich habe die Seite Golly gewidmet, und zwar habe ich, er hat jetzt Geburtstag, er ist 14, und ach, die ganzen, ja, Schwierigkeiten mit ihm, die wir hatten mit seiner Gesundheit die ganzen Jahre, ja, da war, wir hatten nicht gedacht, dass der so alt wird, und nun langsam merkt man, er wird älter, schusseliger, so ein bisschen. Die Demenz kommt, und aber er ist noch ganz niedlich und natürlich läuft er nicht mehr so gut, und aber er frisst super gut und er ist hungrig und ach, hat so viel Spaß am Fressen, und er hat auch Spaß an allem anderen so, und das ist für uns so das Wichtigste. Und da ist mir dann so eingefallen, Mensch, das ist so ein eigentlich ist er ja so ein, ja, hat er Glück gehabt, dass er bei uns gelandet ist. Mal, wir haben den gehäppelt und gepäppelt, und wir haben tausende von Euros ausgegeben für Vet hier, Tierarztrechnungen und Klinikaufenthalte und. Ja, so manche andere, und ich bin ja auch noch Krankenschwester, weißt du, das kommt ja auch noch zu, ich sehe ja die kleinsten Anzeichen, ich höre ja die Flöhs husten, und ich habe mein Leben lang Hunde gehabt und kenne das so ein bisschen und weiß, so Anzeichen auch zu deuten, und ich denke mir, wäre der Golli irgendwo anders gewesen, aber der wäre längst tot. Und deswegen habe ich mir gedacht, ach, er ist so eigentlich ein glücklicher kleiner Kerl und hat viel Glück gehabt. So. Und das soll diese Seite hier symbolisieren. Das ist eben dieser Lucky Boy. Und dann kommt dann noch ein Pilz hin. Wir wissen ja, wir Deutschen, Glückspilz und so weiter. Das kennt ihr ja. Das kommt dann auch noch. Da stand sich dann was aus. You know, this page is about Golly, and Golly is, you can see everything will be in black and white now. Golly is now 14, was his birthday just, and you know, I got me thinking, he's now getting old, of course, a bit of dementia starting, not extreme, but yeah, and hearing is a bit difficult, and seeing gets a bit more difficult, but at the end of the day, he's a happy little dog, and he likes to eat, and so, and as long as he's happy eating, and you know, a dog who's happily eating it's not in a bad state, you know. Of course, walking gets a bit more difficult, and of course he's 14. We never thought he would get to that age, because he had this, you know, I'm talking sometimes about his problems with his chronic diseases, and all started with this bloody tick bite and with the encephalitis, and yeah, but poor little guy. But as I said, he made it now over 14, and yeah, he is still
a strong little guy, you know, heart and lungs is really, really strong. He just had an anesthetic for his teeth done, and I lost two teeth because, yeah, you know, old dog, you know, teeth are not very good. But he made it through the anesthetic and going strong. And all the others, a bit of dementia, okay, hearing loss, seeing loss. But at the end of the day, he's happy. And as I said, we never expected him to get that old. And I think it's all down to being with us. He would be dead by now with other people, I think, because me having all the experience with dogs and being a nurse, you know, you can see the sign before something happens, you know, something's wrong and you know exactly what to do. And so we pamper him and we treat him and whatever it is, he gets through it. And of course, he's a strong little guy, you know. So, and this mushroom, for example, that's for us in German, we say, lucky mushroom, Glückspilz, you know, when someone is a lucky guy, has a lot of luck and gets away with stuff. So that's what we call a person then, lucky mushroom, Glückspilz. Yeah, it is funny, but that, I don't know where it comes from, but that's what we call them. So, and that is what this page is all about, you know. And I hope we still have him for a while. Of course, only as long as he's happy. That's for sure. But you know yourself, when you're a dog owner, you're so selfish when it comes to the end, you know. So, yeah, but I think he is still going strong, lung and heart-wise. So anything else can be dealt with, can't it? So that's not a huge problem. So, and yeah, that is the, it's definitely the finished page. I'm not, do I, yeah, that gets glued down again, of course, or gets glued down at all. But that's basically it. So, das ist jetzt im Prinzip alles. Ich mache nicht mehr ganz so viel. Ich fand jetzt die Kontraste auch sehr, sehr schön mit dem Schwarz und diesem leuchtend grün-gelb im Hintergrund. Das wollte ich eigentlich raus haben, diesen Kontrast. Und ja, das ist Golly, you know. That's what I got, this contrast I was after. And that's what I got. That's our Golly boy. So guys, thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please don't forget to leave me a thumbs up and a comment would be so very much appreciated. And I hope I'll see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Stay healthy and never forget to be creative. Bye-bye. So, ihr Lieben, das war's. Ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, habt eine schöne Zeit. Bleibt alle gesund, passt gut auf euch auf. Und vergesst niemals, immer schön kreativ sein. Also bis dann, macht's gut. Tschüssi.